René Theiler, einer der Top-Experten in der Schweiz, jahrelang in leitenden Positionen in der grafischen Industrie tätig und dann seit langer Zeit schon verantwortlich beim Verband Schweizer Druckindustrie, ich sag mal in der Summe für technologische Weiterentwicklung und Ausbildung. Nun schicken viele Unternehmer ihre Mannschaften für ein, zwei Tage zur Drupa und sagen, schaut euch mal das Wichtigste an. Die Drupa kann man nicht in zwei Tagen schaffen. Auf was sollte man sich konzentrieren? Also vielleicht vorneweg, wir haben vor der Drupa einen GPS-Navigator gemacht. Das war eine Veranstaltung in der Schweiz, wo wir alle die Exponenten, die ja da ausstellen, zusammengenommen haben. Und jeder hatte 10 Minuten Zeit, etwas zu präsentieren, damit die Highlights der Drupa von Seiten der Lieferanten aufgezeigt wurden. Wir haben dort gesehen, es ist wirklich definitiv nicht einfach. Ich meinte, es ist nur mit einem Konzept möglich, dass die Leute sich vor der Messe zusammensetzen und sagen, was ist bei uns im Betrieb wichtig. Da gehören sicher die Themen JDF dazu, weil die Maschinen, die funktionieren, die haben schon vor 8 Jahren funktioniert an der Drupa. Heute ist die ganze Vernetzung mein Kernthema und das muss man so anschauen und mit den Lieferanten das auch vorab besprechen. Ansonsten läuft man sich die Füße wund, das ist mir ganz, ganz klar bewusst. Nun bist du nicht nur mit der Praxis in Verbindung, sondern sitzt auch in vielen Gremien, diskutierst oft mit Experten, wie bestimmte Standards weiterentwickelt werden. Hast du das Gefühl, René, dass wir hier auf der Drupa den aktuellen Stand der Dinge sehen oder sind die Lösungen hinter dem, was eigentlich möglich wäre, noch hinterher? Nein, die Lösungen sind eigentlich soweit bereit. Das Problem ist einfach, dass die Unternehmer immer noch nicht die Situation erkannt haben, wie wichtig Standorte sind, wie die Basis eigentlich ihres Berufes immer mehr verloren geht. Und ich denke, alle Maschinentechnologien, die heute sichtbar sind, enthalten diese Standards. Die können mit diesen Standards umgehen. Die Problematik ist nach wie vor, der Unternehmer versteht immer noch zu wenig, warum die Standards eigentlich sinnvoll und nutzbar sind. Hast du hier auf dieser Drupa etwas gesehen, von dem du glaubst, das ist so die kommende Revolution, Evolution, also etwas, was vielleicht auf der nächsten Drupa eine Rolle spielt und wo man hier schon drauf achten sollte, es ist noch klein, aber es wird in den nächsten Jahren wachsen? Also ich denke, die Tendenz, die man jetzt zum Beispiel bei Fuji und Screen sieht, mit diesem neuen Kopiersystem B2, da geht noch einiges ab, vor allem in der Digitaltechnik. Ich denke, das muss man ganz intensiv beobachten. Also für jetzt vor allem auch für den Schweizer Markt, der nicht mit XXL gefüllt werden kann. Wir haben die Kapazitäten schlecht nicht. Dann zusätzlich, glaube ich, ist die Thematik, die hier im Innovation Park gezeigt wird, extrem wichtig. Web to Print, all die Lösungen. Der Druck ist am Schluss noch die letzte Stufe. Technologisch gelöst, kein Problem, sondern die Vernetzung auch wieder hier, die muss geplant und integriert werden und die sind heute da und das ist, glaube ich, auch das Samenkorn, das immer mehr wächst und wenn man sich da die richtige Lösung nimmt, hat man die Zukunft auch in der Hand. Letzte Frage, Frank Sinatra sang einst über New York, if I can do it there, I can do it anywhere. Und so kann man eigentlich sagen, wenn etwas in der Schweiz funktioniert, funktioniert es auch im Rest der Welt in Bezug auf Qualität. Mhm. Findest du hier alles für deine Eidgenossen wieder, was die so an Qualität lieben? Oder verflacht die Globalisierung die Qualität und aus der Schweizer Sicht hoher Qualität hinkt man hinterher? Nein, ich glaube, die Qualität, wenn man sie gezielt sucht, findet man sie auf jeden Fall hier. Ich denke, jeder Hersteller hat seine Kernaufgabe in schlussendlich irgendeinem Produkt, das die Qualität wieder abbilden kann. Es ist einfach schwieriger geworden, die einzelnen Dinge wirklich zu finden. Da muss man sich eben im Vorfeld informieren und an der Drupa selber kann man die nicht mehr einfach rauspflücken, sondern da muss man sich wirklich die Dinge holen. Aber die sind vorhanden, die Qualität wird weiterhin so bleiben. Das Problem ist einfach, viele Leute haben noch nicht gemerkt, dass wo sie ihre Qualitäten dann einsetzen müssen. Das ist immer noch primär das Problem. Gemacht ist alles, aber man muss wirklich die Dinge richtig einsetzen. Hast du ganz persönlich etwas gesehen, wo du sagst, wow, das ist jetzt super, hätte ich nicht erwartet. Toll, also eine richtige Überraschung? Nein, habe ich nicht, weil ich mich im Vorfeld sehr intensiv mit der Drupa auseinandergesetzt habe und eigentlich nicht. Also jetzt, was mich jetzt am meisten überrascht hat, war, als ich heute Morgen in diesen Innovation Park gelaufen bin, diese quirlige Atmosphäre, die hat mich positiv überrascht. Da zeigt für mich so ein bisschen der Stil der Zukunft, da geht was ab. Und
das macht mir Spaß, weil das sind auch Leute, die an die Druckindustrie glauben, an die Produktion glauben. Und das hat mich jetzt positiv beeindruckt.